Ja, guten Tag, hallo, herzlich willkommen zurück bei Turmoil. In der letzten Runde haben wir die Führung an uns gerissen. Sind jetzt mit einem, ja, schon annehmbaren Vorsprung vor Ricardo gelandet. Ja, das Ganze nicht zuletzt wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass mir Klinky 3000 diesen glorreichen Tipp gegeben hat mit den Gebieten. Das können wir uns jetzt auch gleich nochmal angucken, was da jetzt im Endeffekt die Zahl letzte Runde gesagt hat. Okay, also gemäß Bewertung war das wohl doch ein eher spärliches Gebiet letzte Runde, aber ich fand es eigentlich trotzdem sehr gut. Ich werde jetzt mal hier drüben rangehen, glaube ich. Die grüne Strähne scheint sich hier auf der linken Seite mehr durchzusetzen. Mal gucken. Sehr schön. Ja, und ich denke jetzt hier aufgrund unseres glorreichen Puffers können wir ja durchaus mal gucken, ob sich da noch irgendwo irgendwas Brauchbares erwerben lässt. Hier ist ein Maulwurf. Könnte man eigentlich mal tun, oder? Na klar, warum nicht? Rein damit. So, was können wir hier stechen? Dann quasi die Kredite günstiger. Okay. Ja, nee. Muss jetzt ja nicht unbedingt sein. Factory, was haben wir hier noch? Hier gibt es noch ein Upgrade für die Pipelines. Das mache ich. Ja. So, und ich glaube, ich habe noch nie hier auf Bank gedrückt. Können wir jetzt tatsächlich auch einen Kredit aufnehmen, so wie es aussieht. Okay, brauchen wir aber nicht, wir haben hier noch Kohle. So, dann schauen wir mal, was wir da jetzt für eine Map ergaunert haben. Ja. Neuen Maulwurf gleich mal testen. Okay. Tut er jetzt hier was? Okay, auch wenn der Kurs jetzt hier links abfällt, ich nehme noch einen Kredit schnell und baue hier erstmal noch ein Silo hin. So. Gut, ja. Also der Maulwurf scheint hier tatsächlich irgendwelche Dinge zu tun, allerdings finde ich das ja jetzt nicht so überwältigend. Lebt er noch oder ist er jetzt... Ich glaube, der hat sich verabschiedet. Naja, nun gut. Das scheinen ja auf jeden Fall schon mal zwei nette Vorkommen zu sein. Sehr schön.
Okay. Wie schnell ist denn das jetzt hier abgestürzt? Oder habe ich hier gerade irgendwas verwechselt? Hier stand da eben irgendwas mit $1, oder? Das ist ja blöd. Noch ein Kredit. Hilft ja nicht. Jawohl. Die nächste Blase gefunden. Kurz mal checken, was da abgeht. Aber auch die sieht sehr gut aus. Alter Schwede. Na Mensch. Nicht schlecht. Ein Riesengerät. Was? Ja, ja. Genau, ich weiß. Gut. Jetzt hier mal eben noch ein paar Ponys einstellen hier. Nicht, dass wir hier wieder irgendwelche über... beziehungsweise, ja, Überschüsse da oben rausquellen haben. Das wäre blöd. Des Weiteren den Export hier mal auf die rechte Firma verlagern. Da besteht schon wieder das Problem, dass die Silos voll sind. Nicht gut. Gar nicht gut. Oha. Das artet schon wieder in Hektik aus. Hier in der Mitte noch einen Turm hin muss. Ich setze jetzt hier einfach mal noch einen Mauerwurf ein hier. So, und das Silo kommt hier daneben. Man müsste so einem Ölbohrturm mal mitteilen können, dass er erstmal die Förderung einstellen soll. Das wäre, glaube ich, ziemlich gut. Jetzt sind die Silos schon wieder entsprechend voll.
Oh. Äußerst rechts da noch was gefunden. Bin ich mal gespannt. Da ist es. Sieht im ersten Moment eher klein aus. Ja, ist es auch. Gut, um da jetzt hier die Vorräte entsprechend noch zwischenlagern zu können. Noch ein Silo. Ja. Also ich habe jetzt beim letzten Mal gar keine Möglichkeit gesehen, da noch irgendwo ein Silo-Upgrade zu kaufen. Das ist natürlich blöd. Weil wenn sich das dann jetzt tatsächlich auf diese Größe da beschränkt, dann tatsächlich ein Problem in Zukunft. So, jetzt muss ich hier... Kriege ich jetzt hier noch irgendwo eins hin? Nee. Das ist blöd. Gut, hilft da nichts. Ich muss jetzt hier irgendwie, wobei die Wagen können noch voll werden. Der Turm hier drüben bringt jetzt auch nicht mehr so viel. Ich denke, ich muss dann so langsam irgendwann in Zukunft mal in Verkauf gehen. Und ich denke, 1. Dezember ist diesmal auch durchaus ein Termin, den man halten kann. Ich denke mal so Mitte November sollte ich dann spätestens anfangen zu verkaufen. Allerdings wird es jetzt hier langsam knapp. Ich mache jetzt hier mal, ich hole noch einen Pony, dass da jetzt erstmal das Zeug noch rauskommt. Und jetzt schicke ich erstmal 6 zum Verkaufen hier. Rechts scheint es jetzt bergauf zu gehen. Oha, ob wir das noch schaffen? Knappe Nummer. Oh. Glück gehabt. Gut. Gut, der linke Turm hat dann auch alles gefördert, was geht. Dann haben wir hier rechts noch so einen kleinen Fubbel. Ich denke mal, das schaffen 2 Pferdchen da auf jeden Fall. Der Rest kann jetzt hier erstmal volles Rohr verkaufen. 4 volle Silos, das wird auf jeden Fall gut. Allerdings, wenn ich die Kursentwicklung der rechten Firma da schon wieder betrachte, dann wird mir ja schon wieder Angst und Bange. Ende Oktober. Bin ich jetzt mutig und unterbreche das hier nochmal oder lasse ich die jetzt hier machen? Ich würde sagen, bis 70 lasse ich die hier noch verkaufen. Dann stelle ich erstmal ein und hoffe, dass sich da an der linken Firma noch irgendwo was tut. Knapp 15.000 dann jetzt. Ja, jetzt nehme ich die Verkäufe hier zurück. Ah ja, ja, jetzt ist hier der November auch schon. Mittendrin. Links bewegt sich dann tatsächlich was nach oben. Mitte November. Gut, ich würde sagen, ich warte jetzt hier bis Anfang Dezember und dann
stelle ich alles auf Verkauf, hilft ja nichts. Dann wird das halt nichts hier mit den 1000 Dollar. Aber ich sag mal, bei den Ölreserven, die hier noch vor Ort sind, sind 1000 Dollar, glaube ich, eher nebensächlich. Sehr schön, links schießt jetzt hoch. So, Dezember. Alles auf Verkauf. Ich denke mal, da geht jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Okay, keine ganz so schöne Ausbeute wie beim letzten Mal, aber dennoch nicht verkehrt. Schauen wir mal, wenn jetzt die Map aufgedeckt wird, wo wir jetzt hier noch was verpasst haben. Oh, hier unten war noch was. Ah, das scheint es dann auch gewesen zu sein. Naja, nicht schlecht. Return to Village, gucken wir uns die Stats an. Naja, knapp in Führung. Das trotz Upgrades. Also ich persönlich bin zufrieden. Gut, dann war's das auch schon wieder. Bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Turmoil.